Good. Ism. Dark Souls mit Florentin. Und Flissim. Ja, nächstes Mal auf. Viel Spaß. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu dieser neuen fantastischen Ausgabe von Let's Play. Wir sind Let's und Play okay. Und wir spielen Dark Souls Drio. Kennst du das Format Petslay, wo einfach nur Haustiere rumliegen? Nein, ich kenne Petslay, wo Haustiere einfach so draufgedrückt werden, bis sie tot sind. Das ist natürlich auch ein schönes Format. Da gibt es eigentlich für jedes Tier auf der Welt eine Folge. Ja. Wie man die, eine Hydraulikpresse. Kennst du diesen Typ, der diese Hydraulikpressen-Videos macht? Ja, finde ich gut. Der hat irgendwann mal auf einer Müllhalde eine Hydraulikpresse gefunden und gesagt, das ist ein YouTube-Kanal und das ist einer der erfolgreichsten Kanäle der Welt. Ja, aber was ist das? Das ist grenzüberschreitend. Egal, woher du kommst, immer wenn du sagst, geil, wie würde das aussehen, wenn man das in eine Hydraulikpresse zerdrückt, so ein Eisblock. Und du denkst, der ist unzerstörbar. Nee, Hydraulikpresse macht alles kaputt. Ich fände es mal cool, wenn eine andere Hydraulikpresse da drin wäre. Weil was ist stärker als eine Hydraulikpresse? Was kann nicht zerdrückt werden? Ja, das ist eine gute Idee, aber ich wollte darauf hinaus, was ist, wenn der Typ irgendwann nichts mehr hat zum Zerdrücken? Ja. Und aber er ist jetzt davon abhängig, dieser YouTube-Kanal muss funktionieren und dann sagt er sich, ich mache jetzt Haustiere. Was würde dann passieren? Ah, das ist bitter. Ich meine, er fängt an mit so unbeliebten Tieren. Er nimmt sich vielleicht erstmal so Wurm, Krokodile irgendwie vielleicht. Schabe, Kakerlake oder sowas. Und dann aber er wird immer. Krokodil ist unbeliebt? Ja, ich glaube, in weiten Teilen. Ja, das stimmt. Das stimmt. In so einer Gans oder so. Ja, und dann wird er immer, aber so, wo ist die Grenze ab? Wo sagt der Mensch, nee, bei dem Tier nicht mehr? Ja, das ist eine interessante Frage. So, was ist denn die wir heute vielleicht klären werden. Die klären wir heute bei Kid. Es muss weitergehen. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Das wird eine etwas kürzere Folge, weil wir nicht mehr genug Schokoriegel hier haben. Und deswegen müssen wir gleich zum Schokoriegel laden. Wir sind ein bisschen verloren in diesem Kloster, in dieser Kathedrale, denn wir haben es eigentlich geklärt, aber irgendwie dieses Gefühl des Erfolgs stellt sich noch nicht so ein, um ganz ehrlich zu sein. Nee. Wir haben noch nicht so dieses Aha-Gefühl, riesiger Boss am Ende, große Herausforderungen, sondern es war jetzt eine Menge Irrungen und Wirrungen. Und wir sind eigentlich nicht wirklich weitergekommen. Hey, ich check's ehrlich gesagt auch nicht. Also wollen wir den Eid nicht. Du meinst, der Eid ist nicht zwangsläufig, also, dass man irgendwie weiterkommt oder zu einem Boss kommt oder irgendwie sowas in der Richtung? Ich hatte gedacht, weil. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber haben wir nicht diese Holdemaid mit dem Eid? Gut, aber wer sagt denn, dass man nur ein Eid haben kann? Ich meine, wie viele Eide hast du gerade am Laufen? Ich habe zum Beispiel den Pullover von Eid. So, aber das ist schon mal eins. Aber ansonsten hast du gar kein Ei, oder was? Nee, ich habe halt ein hartgekochtes Ei noch und ein weichgekochtes Ei. Okay, ja, okay. Guck mal, das funktioniert doch auch. Wie oft du gegen diese dummen Dinger hinklopfst. Und irgendwann geht er mal kaputt und dann ist dein. Explodiert dein Gehirn. Also Eid abschließen oder nochmal Rücksprache halten mit. Entschuldigung nochmal. Ja, als wir gesagt haben, ich leiste den Eid, dich zu beschützen für immer. was genau meintest du damit immer? Weil, also kann ich noch also ich habe jetzt ein gutes Angebot bekommen. Das wird die bestimmt verstehen, wenn man einfach sagt, sorry, ich habe jetzt von einer anderen Königin ein gutes Angebot bekommen. Kann man da was machen? Ich meinte die gar nicht, sondern ich meinte diese Rittersfrau. Können wir noch einmal in den Nexus fahren? Wir haben doch direkt bei der Wurmfrau haben wir doch ein Bonfire. Das kostet uns doch keine Zeit. Einfach mal einmal kurz in den Nexus und gucken. Mit einem Homeward bauen. Ja, mir Leute. Nehmen wir Hunderte. Da ist er doch. Links. Links. Der? Nein, links. Was ist das eigentlich? Verwandeln, um in Umgebung einzufügen. Das sind alles deutsche Wörter. Nee, warte, nicht. Oh. Ja, das ist doch der Apfel-Oberhammer. Guck dir das mal an. Das ist doch der absolute Oberhammer. Ja, aber das ist, glaube ich, für einen Multiplayer. Weil wenn jetzt jemand uns invadet, dann sind wir versteckt. Und du machst da diesen Zauber. Oh. Das kann sich sogar bewegen. Und dann, wenn du den jetzt einfach, der checkt das ja null. Du stellst dich da irgendwo schön hin und dann läuft er an dir vorbei. Ne? Und dann kannst du ihn entweder backstabben oder er findet dich einfach nicht und haut da irgendwann ab. Never würde das jemand finden. Das fügt sich ja so gut ein. Sieht das authentisch aus? Ja, voll. Was für ein Unsinn, oder? Ich find's mega geil. Ah, und jetzt bab, bab, bab. Barabäcker. So.
Ja, du wolltest den Homeward-Bund nehmen, genau. Hoch. 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 Diese Zunge haben wir noch nicht. Links, links. Runter. Links. Hoch. Echt viel Kram, ne? Ja, aber das ist gut. Ah ja, Feuerbandschrein, genau. Ja, jetzt zeig du mir mal bitte die Person, bei der wir den Eid geleistet haben. Guck mal hier, nicht die, sondern guck mal, dreh dich mal um. Irgendwo sitzt hier noch so eine andere Rittersdame. Ist sie vielleicht da oben? Auf den oberen Ringen? Bewegen sich ja manchmal. Oder ist sie gar nicht mehr da? Nee, eher nicht. Wobei, das vielleicht können wir mit dem, es hilft immer auch, mit denen zu reden. Kann man zwischendurch mal machen. Well, hasn't it been some time? Ja. I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? Nee. I slipped you those red eyes sometime. Ah! Ja, du warst das. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Okay. Ah! I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? Was war das jetzt für ein Schlüssel? Aufzugsturm. Aber das ist nicht derselbe, den wir für 20.000 Euro schon gekauft haben. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre lächerlich. Ah, apropos, ich habe übrigens noch eine Idee. Ja? Geh noch mal da raus, wo der Aufzugsturm ist. Nein. Ja. Hier. Nee, nein, einmal. Nochmal andere. Geradeaus. Glaube ich, da hoch, glaube ich. Da, glaube ich. Ja. Und dann nochmal. Links. Den Turm da hoch, genau. So, und dann. So schön. Da lang, genau. Und dann rollte ich mal hier links auf das Dach. Da. Das hat man nämlich noch nicht gemacht. Wirklich? Ja, der ist ja noch so ein Fels. Ja. Das war aber noch nicht. Okay. Weil da kann man nämlich diese Leiter, da links ist diese Leiter, die man da runterkicken kann. Und das haben wir gemacht, ne? Haben wir nie gemacht. Jetzt kommt man da nämlich hoch. Und hier sind noch irgendwelche Sachen. Hoffe ich doch. Okay. Da muss noch irgendwas sein. Da müssen wir mal jetzt gründlich gucken. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Kannst du hier runter mal? Ja, kannst du gucken, ob dann auf der Ebene noch was ist. Führt hier ein Weg rein irgendwo? Vielleicht. Ach, guck mal hier. Das ist eine geheime Tür, oder? Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Die sehen schon alle so aus wie geheime Türen, aber vielleicht ist es eine reguläre Öffnung. Ah. Ja, tatsächlich. Geil. Hm. Ah, guck mal, da sind wir. Wow. Ah, da ist ein Item. Oh, guck mal, da ist Licht. Ah! You. Me, Bicklebee. Me, Bumperum.
Okay, ich weiß, was das ist, weil das gab es bei Dark Souls 1 auch. Das ist ein Vogelnest. Und das ist aber oben auf dem Dach. Wir stehen da gerade drunter, das muss dann irgendwo auf dem Dach sein. Und eine Estus-Scherbe. Das ist ja unglaublich. Das hat sich schon mal mega gelohnt. Und man kann in dieses Nest Sachen reinlegen. Und dann, also dann macht er das aus zu einem anderen Item. Und der tauscht irgendwas halt um. Mhm. Und ich weiß aber nicht die Rezeptur dafür sozusagen. Also ich weiß nicht, was man da reinschmeißen muss, um was zu bekommen. Da, ich glaube, das ist eine Sache, da könnte man tatsächlich mal jetzt die Leute in den Comments oder so um Rat fragen, weil wenn wir jetzt das ausprobieren und einfach irgendwas da reinschmeißen, ist, glaube ich, mega ineffizient. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand schon mal manuell alles ausprobiert hat. Außer der Erste, der es dann ins Wiki geschrieben hat. Wie kommt man da hoch? Ja, wieder über die Leiter. Du bist ja wieder runtergesprungen auf die zweite Ebene. Also einfach die Leiter gleich wieder hoch und dann... Ah, das ist noch ein Item. Oh, Homeward Buttons. Ja, da ist ja noch jetzt eine Leiter, hoffe ich doch, oder? Da, ja, da war sie. Genau, und da, also bevor wir da jetzt irgendwas reinschmeißen und dann einfach random irgendwas weg ist oder so. Da oben ist das Nest, ja. Ach, das muss man erst aktivieren von unten, oder wie? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht so. Ich meine, wir können mal aus Gag eine Sache reinschmeißen. Aber drückst du mal auf Start? Pomperum. Und wo ist dieses Ding? Das sieht man nicht, keine Ahnung, so ein Vogel. Ja, geh mal ins Inventar, wenn jetzt zum Beispiel, ja, mal gucken, mal irgendwas. Haben wir irgendwie so Rubbish, da guck mal hier so, was ist das da rechts, ist das nicht Rubbish? Abfall, also jetzt mal ablegen. So, geh mal raus. Mal gucken. Nee, will sie nicht. Das nicht. Kein Pumperum. Okay, aber du steckst das Prinzip, also müssen wir irgendwas anderes da, und ich weiß halt nicht was, ne? Ja, da müssen wir jetzt mal raten. Mach mal eine kleine, vielleicht so eine kleine Scherbe oder so, wir haben so viel Scherben. Oder... Ist das Scherbe? Nein. Siegbräu? Regeneriert TP und Stärke, ich weiß nicht, was haben wir denn dann noch? So ein Kieselstein, mach mal einen Kieselstein. Prismastein? Ablegen und dann aber ein, ja. Und jetzt kommen wir wieder raus. Oh, das klingt aber aufgeregt. Das klang auf jeden Fall jetzt nicht abgeneigt, aber was liegt da jetzt? Oder muss man das da drin? Ja, wir müssen uns neu einloggen. Okay, und dann liegt da irgendwas anderes. Ah, geil, danke. Ja, aber dann lass das doch mal. Ja, dann mach das doch mal eben. Start, Hauptmenü und wieder direkt rein. Ja, warst schon richtig. Hauptmenü? Ja, also auf dieses Rad, da warst du schon richtig. Und jetzt einmal ganz nach rechts da. Und das Spiel verlassen, ja. Und dann direkt einfach fortsetzen. Jetzt bin ich aber neugierig. Was der uns das ist spannend, wir müssen jetzt alle Items durchprobieren, die wir haben, bis wir irgendwie die Puppe haben. Vielleicht kriegen wir so die Puppe. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, die muss man irgendwo finden. Ich weiß aber nicht mehr wo. Na gut. Ja, aber ja, Hoffnung. Fortfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt bekommen. Ja, und irgendwer muss das wohl mal ausprobiert haben, ne? Diese einfach, was jedes einzelne Item bringt. Stehen nur auf Schultern von Riesen. Pumperum. Okay, aber gehen wir ins Nest. Ist da nichts für uns? Das ist ja schon... Einfach weg. Das ist ja einfach... Das ist ja Diebstahl. Okay, ja, gut. Ja. You. Ah, auf der... Pumperum. Ja, okay. Ja, gut, ja, oder du arbeitest mit dem Vogel zusammen und haust hier einfach das ganze Items raus. Das halte ich für wahrscheinlich. Ja, ganz ehrlich, ich bin dafür, dass diesen Part dürfen wir nachlesen. Also ich finde, da dürfen die Leute jetzt in den Comments uns gerne einen Tipp zu geben.
wie das mit dem Nest ist und ob man da irgendwas kriegt, was man wirklich auch braucht. Weil das jetzt da rauszufinden ist. Lieber nochmal irgendwie jetzt checken, genau. Aber diese Holde Maid, die ich meinte, die ist irgendwie gar nicht mehr da. Damit ist auch der Eid, finde ich, verflogen, oder? Ja, gut. Dann machen wir das mit der Madendame. Madame Made. Naja, gut, also sie will ja einfach partout nicht. Dass es auf Poco Poco übersetzt wurde, ist auch ganz merkwürdig, oder? Auf Poco Poco? Ja, in den unten. Ach so, das Pumperum. Steht immer Poco Poco. Ja, also ja. Man hört ja, das ist offensichtlich was anderes. Sie sagt ganz offensichtlich Pumperum, ja. Aber auch da hat Felix seine Finger im Spiel wahrscheinlich. Ja, da kannst du wieder runter und dann einfach. Ist ja, glaube ich, scheißegal, wo du dich runterkommst. Aber die gibt's nicht mehr, die Altdame. Ich weiß nicht, ich hatte sie nicht mehr. Ich meinte jetzt die. Lass es doch zumindest mal gucken, wenn wir jetzt extra schon hierher gekommen sind. Ja, also ich meinte die, da war doch so eine Rittersmaid, die mit diesem stummen Typen dort am Waldrand saß. Du, die Beschreibung trifft auf die Hälfte der NSCs in diesem Spiel zu. Holde Rittersmaid. Nee, aber so eine in glänzender Rüstung, die auch, so, die war so auf der einen Seite stark, aber fragil, wie so eine Elfin fast schon. Ganz feingliedrig, aber gleichzeitig auch von einer gewissen Stärke. Okay, dann suche ich die jetzt mal nach der Beschreibung. Ja, und da irgendwas ist. Was war das denn? Hat sie nicht was gesagt? Vielleicht täusche ich mich auch. Aber steht die jetzt hier irgendwo rum? Man weiß es nicht. Ich sehe sie jedenfalls gerade nicht mehr. Sitzt sie vielleicht irgendwo unscheinbar? Die war doch. Aber die wäre dann immer in der Hauptstadt. Die war doch hier irgendwie. Immer irgendwo. Ja, die war. Irgendwo war die hier immer. Meine Güte, wo war sie denn? Wo ist sie denn? Wo bist du denn? Bist du schon weg? Vielleicht hätten wir auch irgendwie schon irgendwas machen müssen oder so. Vielleicht ist sie einfach gegangen aus Langeweile oder whatever. Da ist unser Freund, der pennt. Aber das ist auch nicht unsere Damsel, die wir gerettet haben. Ne, die Damsel ist da unten. Die verkauft einem so Wunder oder Zaubersprüche und so. Die können wir eigentlich nicht gebrauchen, weil wir ja keine Wunder machen. Oder keine Zaubersprüche. Nee, ich meinte eine andere. Aber scheiß drauf, wenn sie nicht mehr da ist, ist sie nicht mehr da. Es ist halt so. Damit ist der Eid von meiner Seite aus erloschen. Ja, wenn sie nicht zu unserer Verfügung steht, dann ist das jetzt so. Dann biedern wir uns jetzt der Madenfrau. Ich finde, das ist in Ordnung. Wenn man einfach abhaut, dann ist der Eid offensichtlich erloschen. So. Also ich finde jetzt nicht, dass wir ein schlechtes Gewissen haben sollten. Nee, ach, überhaupt nicht. Also wir haben es ja versucht. Wieso wackelt das? Das macht keinen Sinn, das sind doch alles Ketten. Oh, direkt für die Madendame einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist so stumpf. Buongiorno. Eid. Beitreten. Ja, dann machen wir das halt jetzt. Merkwürdige Formulierung. Rosarias Finger. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Bleiche Zunge. Ach, Attribute neu zuweisen. Das ist ja geil. Was? Warte. Nein. Was stand da? Wiedergeboren werden. Fünfmal Erfolg möchtest du. Nein. Was ist das? Erstmal, was ist das denn? Auch Aussehen ändern. Ah, aber das ist geil. Guck mal. Attribute neu zuweisen. Das heißt, da könnten wir wahrscheinlich bei der dann. Umskillen, ne? Umskillen, aber es geht wahrscheinlich nur einmal, ne? Aber brauchen wir auch nicht, oder? Brauchen ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns stark verskillt haben. Nee, überhaupt nicht. Genug auf Glück. Ja. Bleiche Zunge da bieten? Können wir machen. Eine. Ja. Ah. Okay. Ja, geil, aber es ist doch gut zu wissen, wenn mal irgendwas ist. Und was ist Aussehen ändern? Wiedergeburt. Wird in Bleichzungen gezahlt. Wir haben nicht genug. Das ist aber nur Aussehen. Wir wollen ja unser Aussehen nicht verändern, oder? Das verstehe ich das. Also, das ist jetzt deine Aussage. Ich wir sehen so finde schon, dass man hier und da nochmal. Was machst du? Also, ist natürlich jetzt nicht schlecht, aber. Da ist halt schon. Ja, aber gut, so sehen okay. Wir das aus. Ist natürlich subjektiv. Wir sehen das so, ja, so aus, weil wir diese Seelen von diesem Quacksalber-Zwerg angenommen haben.
Weißt du noch? Ja. Wir haben noch unsere Lebensenergie sozusagen veräußert. Genau. Und das, wie, egal wie wir unser Aussehen ändern, ich glaube nicht, dass sich das der Zustand ändert, in dem wir uns befinden. Aber es geht auch nicht weiter. Nee, es geht auch nicht weiter. Magen! Jetzt vielleicht nicht sie unbedingt hauen. Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Ja, aber guck mal, das meine ich, das ist jetzt hier... Das ja, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist in die Eiswelt gehen. Nee, warte mal, lass uns mal überlegen, was haben wir denn noch? Haben wir hier alles gemacht? Waren wir hier überall? Mir kommt das auch ein bisschen wenig vor mit... Wir haben hier einen Endboss gehabt oder so. Der lebt noch. Noch ein Zipfel. Ey, wir sind doch jetzt in eurem Alt, Mann. Wir sind doch jetzt in eurem Club. Au. 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 Ah, ein Madenbart. Jetzt Fackel, oder was? Ja, jetzt Fackel. Nee, einen nach... Ja, kannst du direkt, glaube ich, beim... Ganz links und dann gehst du zum Schild oder so. Dann, ja. Wow, tatsächlich. Oh, das ist echt mega gut zu wissen. Gut. Die mögen halt überhaupt gar kein Feuer, die Maden. Der eine, der da überlebt hat. Stell dir mal vor, so in Nordamerika, in der Prärie, wo die Bisons galoppierten, würden keine Bisons galoppieren, sondern so Madenwesen. Das würde mein Bild davon ändern. Aber vielen, vielen Dank an den Kommentator, der uns diesen Tipp gegeben hat. Ja. Ohne dich wären wir wenig. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich darf ich nicht scheinen. Also, Kanzlei, nein. Kanzlei, nein. Brauchen Sie Rechtsbeistand? Nein. Kanzlei, nein. Ja, nee, da können wir jetzt, da kannst du jetzt, ja, was machen wir jetzt? Okay. Oh, kleiner Tipp. Wir sollen in der Kanzlei nochmal gucken. Anderes. Nee, warte, da war wo wir gerade waren. Da. Oder was? Die meint er doch. Hm. Da waren wir noch, ne? Ja, dann, doch, warte. Ja, nee, egal. Hättest du auch runterfahren können, natürlich, ne? Haben wir da noch nicht hinter diesem Thron? Vielleicht hat sich da was verändert, jetzt wo der Zwiebelmeister weg ist. Oder wo wir den Eid geleistet haben. Niemand weiß es. Nee, das wäre reine Spekulation. Aber mittlerweile sind wir auf Spekulation angewiesen, leider. Ja, das stimmt. Harte Fakten haben es uns leider nicht geholfen soweit. Manchmal ist Hoffnung alles, was man hat. Wie ging das, dass der kaputt war, aber die Kerzen noch gebrannt haben? Ich glaube, das ist eine Frage, die wird sich die aufklären. Die Antwort ist wahrscheinlich in Atlantis im Heiligen Gral zu finden. Jetzt würde nicht... Oh, sorry. Wedel da nicht so vor unserem Gesicht mit rum, mit diesem Schwert, Freundchen. Ja, der hat komplexe Timings, der Kollege. Komplexe hat er vor allen Dingen, ja. Ich mag den anderen, der einfach nur im Weg steht. Ist doch kein Problem, wir sind doch direkt da im Bonfire, Mensch. Ja, ist in Ordnung. Ja, ist nicht, Nils! Entschuldigung, ist nicht immer hier so ein Ding, das ist Death Note. Da gehört dazu, dass man stirbt. Einfach. Ich hab Gefühle einfach. Nee, wie heißt das Game? Death Trap. Death Trap? Kenn ich nicht. Death Trap. Ich hab neulich. Oh Mann, ey, jetzt den Boss, den wir schon 8-mal gemacht haben. Den ist nicht mal ein Boss. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Folgen nicht mehr gekämpft. Ist doch klar, dass ich das verlerne. Ich könnte da runterfahren. Wenn du nie kämpfen musst, kannst du es auch nicht. Wenn ich den warte mal, wo geht das denn nochmal weiter? Ja, aber jetzt habe ich die Seelen versteckt an einem unzugänglichen Ort. Ja, da will ich jetzt ja hin. Deswegen würde ich einfach runterfahren. Aber warte mal, wo ging es jetzt denn mal weiter? Hier rüber, genau.
Ja, das meine ich, wenn ich den Schalter drücke und dann hier direkt drauf springe, dann kann ich ja da runterfahren. Ach, das ist natürlich. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. Weil das ist natürlich crazy. Ja, ich dachte nicht, dass du die Brücke abreißen willst für zukünftige Verwendung. Ja, wir kommen ja jederzeit wieder hoch. Wir wissen jetzt ja, wo der Schalter ist. Bin ich überhaupt richtig? Hier lang? Ja. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Fahrstuhl hochgeht. Oh, hast du früher auch 1, 2, 3 geguckt? Oder ja, aber ich hab mich da auch mal beworben. Da und beim Quiz-U-Boot. Quiz-U-Boot? Was ist das denn? Da wird man. Wie hieß es? Quiz-Taxi nur im U-Boot. Quiz-U-Boot, war man immer zu dritt. So eine Gruppe aus 3 Freunden hat sich da beworben. War da immer und da habe ich mich beworben und da bin ich genommen worden. Ernsthaft? Ja. Und was hast du da gemacht? Ich kenne das Format nicht. Ja, das war irgendwie, je mehr Fragen man beantwortet, desto tiefer sinkt man mit dem U-Boot und desto mehr Preise kriegt man oder Geld kriegt man. Oder irgendwie. Wo bist du gestorben? Da hinten, grün. Okay, und was habt ihr da gewonnen? Gar nichts, wir sind nicht genommen worden. Wir haben uns nur beworben. Ich dachte, du hast gerade gesagt, da bist du genommen worden. Aber bei 1, 2 oder 3 bist du nicht genommen worden. Ah, okay, interessant. Es gab mal so eine Zeit, wo man sich dachte, warum kriegen eigentlich diese Kinder immer das Zeug und wir nicht? Ja, weißt du warum? Und man dachte sich, nee, wir können einfach da auch hin uns bewerben. Weil das wieder die Nachbarn sind vom Intendanten der Sendung. Ach, und ja, so läuft das. Oh, mein Sohn will auch gerne mal mitmachen. Ja, Mareike, okay, wir waren ja in derselben Kita und so. Dann geht das. Ja, du hast recht. Das ist alles korrupt. Wie viele Preise auch so im Radio oder so niemals ausgegeben werden, ne? Weißt du, das wird alles untereinander verteilt. Die Leute sind so naiv, sie glauben alle, ja, klar kriege ich das. Klar ist das Frau Sabine aus Osnabrück oder so, weißt du? Wer überprüft es jemals? Ja, ich glaube, da gibt es schon so Kommissionen, die das machen schon, oder? Weil ich glaube, du kannst nicht einfach Bullshit erzählen. Ich glaube das. Warte mal, hier? Moment mal. Waren wir hier noch nie? Doch, da ging es aber raus ins Nichts. Da ist doch dieses, ist da nicht. Da war aber, nee, da waren wir schon. Aber da waren nur so Items oder irgendwas. Da sind 2 Türen gewesen. Hä? Warte mal. Da waren wir doch schon. Hundertprozentig. Ich dachte auch. Aber das hat sich jetzt anscheinend verändert durch irgendwas. Sind wir wirklich so doof? Ich gucke natürlich jetzt mal hin. Aber ey, wenn da jetzt irgendwas anderes ist, come on. Das ist doch echt gemein, Spiel, oder? Dass sich das dann später nochmal verändert. Jawohl! Ja, komm. Was ist denn das? Da ist doch der Boss. Okay, einfach drauf. Au. Ihr seht gefürchtet aus. Boah. Au. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Panik. Der sieht gefährlich aus. Der sieht aus wie jemand. Kannst du mal ein bisschen auch auf den Balken achten, was ich treffen muss sozusagen? Ah, ich glaube, der kriegt durch alles Schaden. Nee, durch den nicht. Vielleicht wirklich nur durch die größeren. Dadurch alles, was so rot, das finde ich immer ja, sehr. Ja. Okay. Rote 10 Schaden, ne? Oh, der wollte mich greifen. Und da, wo die Flamme landet, glaube ich, entsteht der neue Rote. Ah, okay. Ja, okay, das ist easy. Es sei denn, der läuft mitten in die Mitte rein. Ist natürlich ja nicht so gut. Au. Jetzt kommen noch blaue dazu. Ich muss immer ein bisschen da. Da ist doch. Nee, ich muss da hinten an den ran. Au, okay. Nicht übermütig werden, Nilsi. Die machen ein geheimes Ritual. Also ich, oh. Raus aus der Wanne des Todes. Okay, die sind da richtig schmackhaft. Rein da.
Nice! Okay, der war. First try, Nils! Ja, der war billig. Das ist die Puppe! Schön. Yes! Okay, aber. Die Puppe! Leute, wir haben's, das war der Schlüssel! Aber das. Nee, also. Also wir waren hundertprozentig hinter dem Thron davor auch. Ich, ganz ehrlich, ich glaube das auch. Wir waren noch hinter diesem Thron. Es kann doch nicht sein, dass wir da nicht waren. Aber cooler Boss. Auf jeden Fall. Aber ja, der war zum Glück. Ey, das Schwert war ganz gut, glaube ich, weil der so eine gute. Das kann gut sein, dass wir da mal viele getroffen haben, ja. Das kann echt sein. Wobei ich hätte, ehrlich gesagt, das ist der Schwingschwung. Ich habe die ganze Zeit so gekämpft und habe den gemacht. Okay. Scheiße, der wäre viel besser gewesen einhändig. Egal, wir machen mal einen kleinen winzigen Spot und dann gucken wir uns nochmal in Ruhe um, was das hier überhaupt ist. Sehr gut. Und dann haben wir eine Puppe und jetzt wissen wir auch, wo es weitergeht. Hier ein Paket für dich. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Knallhart durchgenommen. Nils, der Boss-Schlechter, hat ein weiteres Opfer gefordert. Mhm. Wir haben die Puppe bekommen. Ja. Und das wir können uns das nicht erklären, wie wir das übersehen konnten beim ersten Mal, falls wir es übersehen haben. Ich glaube nicht. Wir sehen jetzt den Clip, wie wir das erste Mal durch diese Tür gegangen sind. Ja. So, und wie sich rausgestellt hat, Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht. Das Spiel war leider verbuggt. Ja. Aber das ist kein Problem. Jeder ist mal verbuggt. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier noch finden, weil das sieht wirklich schön aus. Also das hier, mit diesem Wachskerzen. Da oben, ich finde dieses Monument da oben mit diesen ganzen Mönchen oder was, wie geil das eigentlich ist. Meinst du, die haben das quasi aus einem Block gezimmert, der hier schon stand? Oder haben die, wie haben die das gebaut? Oder haben die, na, obwohl das sind ja einzelne Steine da oben. Nee, das haben die hier. Das muss ein riesiges Baugerüst drumherum gewesen sein. Das ist beeindruckend. Und komm auf, wie hoch das ist und so, diese ganzen, das ist schon irre, ey. Okay, aber hier haben wir ein Leuchtfeuer. Und ich glaube, auf die andere Seite. Ja, wir laufen hier einmal schön rum. Das ist schon krass. Guck dir jetzt mal diese ganzen unglaublicher Größenwahn. Meinst du nicht, angenommen, du bist jetzt Bischof und du spielst es und denkst dir, sowas bräuchte man doch auch für unseren Dom, oder? Ja, das will ich haben. Nee, ruf mal Ute an. Ute. Und vielleicht können wir da mal so einen Architekten und dann mach doch mal sowas hier für einen Petersdom. Ey, Florentin, sind das Madenwesen? Das sind jetzt die neuen Heiligen, oder was? Nee, aber die sehen. Warte mal, ich mach mal hier neben das Schild, mach ich mal die Fackel. Dann muss man die nicht. Ah, wir sind über 70. Ah, scheiße, geht nicht. Durch die Fackel? Ja. Die Fackel ist schwerer als das Schwert? Nee, aber ich hab die ja zusätzlich. Ach so, dass man als Seiten. Genau, der Plan, den ich hatte. Dann lass doch mal auch Belastbarkeit. So. Klar, jetzt können wir die ein Level machen, genau. Guck mal, aber das sind doch. Ja, das kann gut sein. Das können aber auch diese Pilgerer sein, ne? Stimmt, ey, vielleicht ist das die Endstufe der Pilger. Aber das sind doch eindeutig, die haben doch diese so Madenauswüchse am Rücken. Das heißt, diese komplette Kirche ist dieser Religion hier, also der Maid, der wir gerade unsere Treue geschworen haben, gewidmet. Ja, das kann sein. Die Pilgerer gehen dahin, um dann diesen Madensegen zu bekommen. Ja, und dann werden die madig. Ja, das kann gut sein. Und wir haben die jetzt alle getötet. Wir haben denen das richtig madig gemacht. Ja, okay. Ja, aber dann. Krass. Nach Hause. Ja, jetzt ist ja. Jetzt können wir mit der Puppe zu der ersten Eiswelt. Wollen wir mal Belastbarkeit skillen? Wir können einen Belastbarkeit gerne skillen. Warum denn mal nicht? Weil ich habe das Gefühl, wir hängen mit unserer Ausrüstung ein bisschen hinterher. Ja, du hast recht. Wir sind die haben wir wirklich schon seit zwei Welten nicht mehr geupdatet. Du hast völlig recht. Da ist sie! Die meinte ich! Jetzt ist sie da! Jetzt ist sie wütend. I see that you are now a finger of Rosaria. Your path is wholly different to mine. Gentle and kindled, I bid you farewell
If we meet again, it will be as adversaries. I bid you. Ah, hat sich das. Ich wusste, dass da noch irgendwas war. Hat sich das gelohnt, jetzt die Rosaria? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir konnten so eine Zunge loswerden. Ja. Und, okay. Okay, Belastbarkeit wäre das doch, ne? Sehe ich hier richtig, ne? Belastbarkeit. Ja. Können wir doch mehr tragen, hoffe ich doch. Und auch Verteidigung erhöht das, oder was? Ein bisschen, ja. Ach, das ist ja geil. Ja, das ist ja super. Dann brauchen wir da viel mehr. Ja, ich weiß, ich glaube tatsächlich, dass andere Sachen effizienter sind. Lass mal eben gucken. Okay, 90, okay, jetzt können wir. Ah, komm mal, schau, jetzt ja. Können wir schon die Fackel behalten. Und wir können jetzt auch nochmal eben eins von diesen großen Seelen fressen hier. Gucken wir was kriegen wir denn für den zum Beispiel mal? Ja, 3000. Okay. Pass auf, dann fressen wir nochmal eine. 13.000 brauchen wir, glaube ich, ne? Dann sind das vielleicht zwei. Könnte das schon reichen? Nochmal Belastbarkeit. Möchtest du? Nochmal! Okay, ja gut. Ich finde so Rüstungssachen immer gut. Das, ja, gut. Das finde ich immer nicht schlecht. Keine Sorge. Och, 300. Hör doch auf. Ach, naja, wir haben noch so viele kleine Krümelseelen. Ja, ich meine nur die Zeit. Es ist die Zeit. Das wäre so meine Seele, glaube ich. Das wäre so eine ganz billige Krümelseele. So, ach ja, ein bisschen was fehlt noch. Dann lass uns Florentins Seele jetzt aufknacken. Und dann wird die so richtig aufknacken und so der Saft läuft raus. Und da ist aber wenig drin. Oh, da ist aber ganz wenig drin. Nein, ich glaube, guck mal, du hättest, glaube ich. Oh Gott, müssen wir noch eine, ja, ne? 300 hatten wir gesagt, oder? Ja, mach Lars auch noch auf. Der ist leider, hat es leider auch nicht zu großen Seele geschafft. Schon. Einfach so aufknacken. So knicklich. Hast du schon mal Hummer gegessen? Nee, gar nicht. Du? Haben wir da schon mal drüber gesprochen neulich? Ich weiß es nicht mehr. Dass du jeden Tag den Hummer reinziehst? Nee, ich habe wirklich. Doch, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Da, ich glaube, ich habe eine Geschichte erzählt, dass ich in Kanada mal so einen gegessen habe und hast du noch gesagt, das war Leute essen früher und so. Ich glaube. Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, die war richtig gut, die Geschichte. Ja. Nee, es ging nur darum, dass ich wirklich in meinem Leben, und ich denke manchmal so, ich fand das überhaupt nicht so krass, wie alle gemacht haben. Und ich finde es erstmal total gemein, dass früher haben die Leute, die nichts hatten, haben sich das da aus dem Fluss geholt und gefressen und jetzt haben die reichen Leute denen das einfach weggenommen. Ja. Das finde ich schon mal gemein und ich finde den gar nicht so überragend lecker. Also wenn alle Sachen gleich teuer wären, würden wahrscheinlich nicht so viele Leute Hummer essen. Ich glaube, das ist auch viel so, oh, ich esse mal Hummer. Ja, das kann schon sein. Ich habe auch gehört, man muss da echt mit viel Butter nachhelfen. Ja, was sagt vielleicht ist aus? Einfach Butter nur lecker. Ja, und ob da jetzt Hummer dabei ist oder Brot drunter, ist dann auch egal. So sieht das aus. Guck mal, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe jetzt mal den Bogen auch weggenommen, den brauchen wir jetzt, den können wir auch dann theoretisch auch mal ausrüsten, wenn wir ihn brauchen. Ja, das ist ja, das machen wir ja nicht. Und jetzt gib uns mal den Nee, den können wir nicht. Ja, aber der Helm ist doch auch viel wichtiger. Den Helm können wir nehmen, ja. Der Helm ist doch viel entscheidender für den Look. Den können wir nehmen. Das können wir machen. Guck. Yes. Jetzt können wir noch gucken, ob wir noch irgendwas anderes finden, was halt mega geil ist. Die beiden sind besser. Kommen wir knapp über 70. Und nicht viel besser. Mal. Balance. Das ist wahrscheinlich so heilig, oder? Sachen, ne? Was die Paladine machen, ist Ballon. Ah, nee, das ist so eine Art Fluchart. Fluch, Kälte, Gift, Blutung. Der ist ein bisschen gegen Feuer. Ah, es wäre irgendwas gut mit gegen Kälte wahrscheinlich, oder? Wenn wir jetzt eh in die Kältewelt gehen. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, vielleicht gar nicht so große Unterschiede. Müssen wir mal gucken, was da am Ende für Gegner sind, ne? Guck mal, wir brauchen einen leicht. So eine Schneehose oder sowas. So ein Rückchen hier. Was ist denn mit diesem wunderbaren Röckchen? Oder hier, so ein Kleidchen. Ein altertümliches Röckchen. Ah, das ist ganz schlecht gegen Kälte. Hat nur 16 gegen Kälte. Ach nee, so kann man doch nicht laufen. Nee, es hat auch nur 16 gegen Kälte. Nee, das kann man nicht machen. Das wollen wir nicht machen. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob jetzt Kälte überhaupt Thema wird, aber müssen wir machen. In der Eiswelt glaube ich schon. Also das ist jetzt vielleicht verrückt. Ja. Aber man sagt mir Prophezeiungsfähigkeiten vor. Nenn mich verrückt. Nach, aber... Warte mal, wo ist denn der hier, ne? Ja, jetzt sind wir natürlich, guck mal, der wiegt halt auch eine Menge, ne? Das habe ich immer rausgenommen, damit können wir den Zwiebelhitter so. Okay, jetzt können wir in die Eisfeld. Das ärgert mich jetzt, aber das ist auch egal. Aber es ärgert mich, aber ist auch egal. Eine Sache habe ich noch gelesen.
Die probiere ich nochmal aus und dann kannst du auch weiterspielen. Und zwar. Hier. Und zwar ist hier irgendwo ein Brunnen, wo man auch noch was machen kann. Da. Also das ist der fucking Zwiebelritter. Wirklich? Den erkennst du? Oh, das kann sein. Oder müssen wir jetzt aber den Helm ablegen, oder? Das ist oh Gott, du hast völlig recht. Das ist so lange, nimm dir schon den Helm auf. Das ist der Zwiebelritter. It's me, Siegfried of Katarina. I'm loath to admit it, but I've been had. Oder? Someone's swiped my arm. To see it anywhere. Das ist ja so geil. Ja, komm. Gib ihm seine Rüstung. Oh, my armor. My deepest gratitude. I, Siegfried of Katarina, salute you. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again. Comrade. Frohlocken! Okay, Na gut, das war eine kurze Freude mit dem Helm, aber ich hatte Freude. Wo ist Frohlocken? Da? Nee. Da! Juhu! Ja, okay, gut. Dann... Dann, das ist ja auch mal eine Art von Belohnung, dass ich jetzt freuen darf. Aber kann das sein, dass der Bogen genau 5 wiegt oder sowas? Ja. Du möchtest ihn gerne dauerhaft tragen, ne? Da müssen wir nämlich jetzt dann noch mal irgendwo sparen. Ja, 69,4. Ja, Drang ist ein gutes Set. So, mein Lieber, dann kannst du da mal jetzt hin. Jetzt haben wir diese Puppe, jetzt können wir da weiter. Und das war, wo war das? Weißt du das noch? Ich glaube, das war da, wo wir nur eins hatten, ja. Da, ja. Das Nordwindtal. Aber krass, dass wir in dem Schneefeld schon waren, obwohl das ja einige Welten zu weit für uns war dann, ne? Ja. Aber man konnte schon hin. Ich glaube, das ist Add-on-Gebiet. Add-on-Gebiet? Mhm. Spielen wir in Add-on? Mhm. Dark Souls 3 jetzt erst recht? Das ist nach Add-on Stark benannt, dem. Der war im Norden hier, war der immer König. Nicht lang, der wurde dann geköpft. Das bin ich gespannt, wie, boah, wie geil, das sieht auch einfach mit so einer geil Puppe aus. Durch diesen Schild durchkommen. Wie hängt das inhaltlich zusammen? Also wir haben jetzt da unten von diesen Mönchen diese Puppe. Aber was haben die mit diesem Gebiet jetzt hier zu tun, sozusagen? Da ist ein Item links. Das hast du gesehen? Ja, Schneekugel. Ich habe einfach ein Auge. Guck mal, da ist wieder... Ah, geil. Und da ist ein direkt... Und man Kopf kommt einfach durch. Ja. Ey, wenn du jetzt dieses Item, ne... ablegen würdest. Ah, jetzt haben wir die Eisklumpen. Ja, ja. Hm. Und dann würde man zurückgehen. Und du meinst, die Barriere ist dann wieder da? Das ist natürlich gemein. Das sind jetzt so die Speedrun. Oder die Slowrun. Die Slowrun, die ja. Geheimnisse, no run, wo man so schlecht, so langsam wie Spiel durchkommt. Dann. Da waren auch noch Items übrigens in dem Rondell da. Ja, ist es auch eine Herausforderung an Spieler, das Spiel so zu manipulieren, dass man nicht mehr weiterkommen kann? Ja, das ist die Frage. Also, dass man so Sackgassen sich selber baut. In vielen Spielen ist es ja bestimmt möglich, ne, dass man irgendwann einfach nicht mehr weitergeht. Ja, früher war das mit Sicherheit. Gab es früher häufiger so Spiele. Ich glaube, da hinten war auch noch eins.
Oder irgendwo da. Ich hab noch eins gesehen, rechts. Ja, guck mal, da ist nämlich noch das Ding. Das heißt vielleicht... Da, warte, links? Nee. Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwo eins gesehen. Bin getäuscht. Wenn man, also das, genau, die Barriere ist ja noch da. Wahrscheinlich kann man die Puppe nicht ablegen. Aber wenn man sie jetzt hier ablegen würde, würde dann mit dem Bonfire zurückreisen und dann würde man theoretisch da nicht finden. Obwohl, wir haben jetzt das Bonfire aktiviert. Da braucht man das gar nicht mehr. Okay. Okay. Aha, und du bist jetzt echt, oder was? Du bist jetzt kein... Und der hat so eine... Hat der eine Krone auf? Ist das ein König? Kann schon sein, ja. Ist halt ein bisschen unhöflich, den König eines neuen Reichs erstmal direkt zu töten. Aber vielleicht ist das so deren Begrüßungsritual. Da kann man reingucken. Nee, doch nicht. Also ein bisschen, ja. Ja, Glas war sehr teuer, glaube ich, damals. Ja, absolut. Glasfaser erst, ne? Was steht denn da für ein Viech? Ist das auch so ein Pilgerer? Oder ist das eine Popcornmaschine? Hä? Ist das ein Gesicht? Ist das eine, ach, das ist so eine Oma-Hexe, oder? Das kann, ich dachte, das ist eher so ein Kutschenanhänger. Ich dachte, das wäre so eine dicke Hexe. Aber wir werden es wahrscheinlich bald sehen. Trouble-Hexe ist das. Trouble. Oh, hinter dir. Oh, noch ein König. Ein Königstänzer. Okay. Das ist jetzt Eisschaden. Ja, ja. Du hast recht. Das ist Eisschaden. Da scheine ich ja eine Ahnung gehabt zu haben, dass in der Eiswelt Eisschaden eine Rolle spielt. Aber woher konntest du das wissen? Ja, dieses Item, das wir gefunden haben, dieser Moosklumpen gegen Eis, hat natürlich auch mir ein bisschen auf den richtigen Weg geholfen. Ja, aber vielleicht hast du das ja auch schon mal durchgespielt und hast du die ganze Zeit jetzt... Oh, hier, 42 macht das auf das Kälte. Das ist ja Unsinn. Guck mal, die macht 42 auf Kälte. Die Nordlandhose, ja! Das ist wahrscheinlich tatsächlich für Kälte die beste. Die hat jetzt auch nicht so viel mehr. Hm. Müssen wir natürlich jetzt hier irgendwie mal gucken, dass wir das... 24. 17 müssen... Balance ist auch interessant. Dass man dann... So ein Erdbeben ist oder sowas. Oder wie? Ja, natürlich Nordland macht irgendwie auch immer so, macht inhaltlich schon auch ein bisschen Sinn. Ja, jetzt sind wir genau bei 61. Das ist natürlich echt doof. Da können wir mit dem Helm vielleicht irgendwas rausholen. Nordlandhelm. 19. Die haben schon den Nordlandhelm, aber manchmal gibt es ja auch so magische. Guck mal, der hat zum Beispiel 21. Mal 18. Ja, könnte man den nehmen, der hat 21. Der hat natürlich. Dann bleiben wir unter dem geforderten. Gut. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen so eine Kugel, oder? Eine was? Eine Kugel? Ach, das hier? Ja, das ist so eine längliche Kugel. Ja, aber die hat doch. Aber nach unten hat die nichts. So eine Haube, würde ich eher sagen. Ja. Aber die hat hier, guck mal, dieser schöne Mundschutz. Das ist total aktuell. Das ist richtig gut. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben auch nie wieder dieses Blocken benutzt. Dieses Parry, ne? Ich denke mal, da liegt noch ein Item, aber das ist, weil das so... Ja, ist alles weiß. Das wird für dich jetzt eine Bewährungsprobe, diese weiße Landschaft. Ja. Weil du überall weiße Items siehst. Dann wird deine Gier auf eine schwere, schwere Probe gestellt. Oh Gott, das ist zu zweit. Einer würde mir jetzt erstmal reichen für den Anfang, ehrlich gesagt. Ah, da. Ich wollte eigentlich blocken, aber das ist total dumm, weil der mega schnell ist. Guck mal, der Frost macht gar nichts mit Nordland. Hattest du das Gefühl, er hat jetzt den Frost besser resistiert? Oder war das egal? Hatte ich jetzt auch zu wenig Erfahrung gemacht, aber es fühlt sich nicht schlecht an. Alter, fühlt sich mollig warm. Alter, von hinten auch noch. Ei. Warte, ja.
Okay. Den hat er übersehen. Okay. Das verlangt uns alles ab, Nils. Endlich haben wir mal eine Herausforderung. Ja, das ist super. Das geht ein neues Gebiet. Muss ich reinhacken, oder was? Ja, ich hacke mich ins Spiel. Sowas gibt's doch bestimmt auch, so ein Koop-Spiel, wo der eine hacken muss und sich so Wege frei hacken muss. Das magst du das, solche Spiele, wo die unterschiedliche Aufgaben haben, die Spieler? Kommt drauf an, welche. Wenn du jetzt total der Shooter-Freak bist, weißt du, welches Spiel, auf was ich mich damals gefreut hatte, was natürlich alles nicht funktioniert hat? Ja, diese RTS-Shooter-Kombo. Renegade oder so hieß das. Command & Conquer Renegade, glaube ich. Und war da nicht der Gedanke, dass genau einer kann bauen und der andere kann Third Person oder so schießen, meine ich? Nee, nicht beim ersten. Nicht beim ersten Stern. Nicht beim ersten Stern, bitte. Gut. Eieiei. Ich muss auch echt ein bisschen reinkommen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ewig nicht mehr wirklich einen Kampf gehabt. Ja, wir sind viel rumgelaufen einfach gerade. Ja, geeiert. Denk dran, da rechts ist noch einer, ne? Ich mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Ja, ich würde gern... Boah. Autsch. Ja, gib ihm! Starke Leistung. Das könnte auch so ein Weihnachtssetting sein, irgendwie. Die Weihnachtsgeschichte. Das sind vor allem auch so Gegner, wo wir wahrscheinlich bald einfach durchrennen. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wann da der Schlag kommt. Woher soll ich das denn wissen? Das kann man einfach nicht wissen. Der reißt sich aus seiner Kehle so ein... Das machen wir noch nicht. Der reißt sich... Komm mal hier! Die haben auch so ein zartes, kleines Schildchen nur. Oh, come on. Ja, wann kommt der denn? Boah, wer weiß das denn? Da haben wir immer so ein Tänzchen drauf. Da muss man dann einfach das genau checken, oder was? Ah, sorry. Da musste ich nicht für entschuldigen. Vielleicht kann man die auch treten, um das Schild zu öffnen. Glut, Glut, Glut. Erhalte die Stärke der Flamme und maximale TP bis zum Tod. Ja, diese Glut haben wir noch nie maximale genutzt. TP bis zum Tod? Ja, wir haben wahrscheinlich dann noch mehr, einen längeren Balken, aber... Ach so, Wir haben ja nur begrenzte, also das, irgendwann können wir das mal nutzen. Aber ich, also wenn man jetzt hier immer so wegstirbt, einfach nur, ist wahrscheinlich Quatsch, ne? Nee, ja, wir farmen Seelen, so sehe ich das eher, dass wir noch vielleicht. Je mehr Belastbarkeit wir haben, desto mehr Frostresistenz haben wir auch. Also das ist natürlich immer ein Vorteil. Ja. Oh ja, der ist richtig wild. Der will mich haben. Ach, okay, jetzt ist aber mal langsam mal Schluss, jetzt bin ich mal dran. Hohepriester Ritter Krummschwert. Ja, verrückt, er droppt die nicht immer, ne? Nur beim. Nee. Nur manchmal. Ja, ja, das ist wahrscheinlich mit Luck auch dann verbunden, ne? Mhm. Sehr gut. Warte mal, was ist der andere denn jetzt? Schon geschossen von hinten. Nee, ich will nur gegen einen. Sehe ich nicht ein gegen beide. So. Okay. Ja, man muss sie einmal offen haben. Guten Tag!
Dein Hacking-Versuch? Keine Ahnung. Wäre lustig, oder? Oh, hier, die Seelen müssen wir mal holen. Er will sich wieder was reinwämsen. Guck mal, klappt. Okay, also ran, einmal ihn kicken. Dann ist er offen. Dann ist das Schild meistens offen, ja. Okay. Hier ist ein Item. Große Scherbe, heißt, wir können den Bogen upgraden. Stark. Okay. Vielleicht sind hier Feuerpfeile auch gut. Ne? Ist immer die Frage, ob Eis gut gegen das Feuer oder Feuer gut gegen Eis. Gute Idee. Weil Wasser ist ja gut gegen Feuer. Wo ist dann Eis zu verorten? Aber in der Regel ist Feuer gut gegen Eis. Kommt man da nicht durch? Nee, ich glaube, das war so eine. Nee. Ah, ja. Ist auch gleich lieblos, man findet, man sieht da immer so lieblos gestaltete Grafik da drin. Was erhebst du dein Schwert gegen mich, du wilde Hexe? Oh, es ist einfach eine Prozession. Guck mal. Siehst du das? Mhm. Okay, kommen die jetzt hier lang? Ich stelle mich hier in den Brunnen. Das sind ja, guck mal, wie viele der im Schlepptau hat. 6 Hexenwesen. Entschuldigen Sie bitte. Nein, lass mich doch mal. Scheiße. Ey! Ey, so haben wir nicht gewettet. Läuft jetzt einmal um den Brunnen rum oder was? Okay, jetzt ist er stinkig auf mich. Oh, was? Flammenboy? Alter, was ist das für ein... Tschüss. Stark. Was war das denn, ey? Da stand ich hinter ihm und dann kam da aus dem Flammenpups hin... Opferungszunder, was ist das? Was ist ein Opferungszunder? Das? Ach so, das ist für den Wachhund. Da sind wir ja nicht mehr angemeldet. Hä? Was war denn das? Was wir da gerade eingesammelt haben? Aber das ist doch keine Waffe, oder? Nee, eigentlich nicht. Klingt eher jetzt wie ein normales Item. Zunder. Ach, war das vielleicht für die Dame? Hier, wir können auch, oder für den Schmied oder so. Ja. Vielleicht. Okay, jetzt diese hier, die zurückgebliebenen. Manchmal ist es einfach 4 Schläge am Stück. Das Item habe ich gesehen. Guck mal hier. Ey, das ist ja... Deine Augen, das ist ja unfassbar. Was würden wir ohne deine Augen tun? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt hier runter? Was die sehen. Wer schießt denn auf mich? Au. Nein, nicht schon wieder so ein Segment. Oder was? Nein, okay, es ist nicht so ein Segment. Okay. 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 Ja, nee, ist okay. Alles klar, komm, wir machen wir so. Na! Never! Wieso triffst du denn nicht? Das ist ungerecht gewesen. Okay. Okay.
Okay. Das geht alles in unseren Bogen. Ja. Und noch. Oh. Oh, guck mal. Jetzt ist das, die große Scherbe ist das, was vorher vor uns die kleine war. Ja, oh, nein, so entwickelt noch, sich das. Noch eine Prozession. Oh Gott, aber zwei. Doppelkönig. Ob ich das jetzt haben will? Ey, es ist so eine Klingelechse. Vielleicht kriegen wir so einen Brocken, den wir so dringend benötigen. Ach, sie hatte keine Chance. Funkel-Titanit, aber auch noch nie benutzt, ne? Du freust dich immer so sehr über diese Diamantechsen, aber dann können wir das nie benutzen. Aber ich will dir deine Freude nicht nehmen, die ist natürlich rein und pur. Eine Tür, ne? Ja, ist das eine Tür? Ne. Doch, das ist eine Tür. Ach, toll. Geheimtür? Ich will. Wer weiß. Oh, hier sind so komische Wesen. Oh Gott. Links ist ein Item mit Nils. Gutes Auge. Manchmal, manchmal. Gott, ich hab Schiss. Ehrlich gesagt, laufe ich gerade nur vor diesen Typen weg. Aber so schwer, glaube ich, war der nicht. Also, ja, den hab's sogar ich geschafft, ja. Ja, aber nicht nebeneinander. Na, das war ja so klar. Muss ich mal gucken, dass ich hier ein Versteck finde. Oh, hier ist noch ein Item. Noch eine große Zeit. Ach, der Bogen wird so krass. Das wird der krass, dass die erstmal kurz hier vorbeiziehen. Wie weit laufen die denn? Kommen die jetzt hier hoch? Oder? Ich höre sie tippen, du auch? Mhm. Oh, noch eine Prozession. Hat er mich schon entdeckt? Oh, ich befürchte ja. Hat er mich gesehen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Okay, ich glaube, deine Frage ist gerade soeben beantwortet worden. Aber das reicht jetzt auch erstmal. Also damit ist für ihn das Problem gelöst. Alter, willst du mich verarschen? Alter, das gibt's doch nicht. Ich will jetzt nur gegen den kämpfen. Ich will, dass die anderen... Ja, dann lohnt sich die Flask wenigstens. Ja. Ist doch auch okay. Ja, natürlich. Noch entgegenrollt. 13.784 Seelen, mein Freund. Ja, da komme ich nicht hin. Da werde ich nicht hinkommen. Ey, der Fehler war, ich habe, weißt du, was der Fehler war? Er war angewählt, ich wollte von ihm wegrollen und bin in ihn hineingerollt. Ja. Man muss dieses Abwählen auch nutzen. Habe ich versucht, hat nicht geklappt. Ich versuche erstmal den ersten hier, den Schildboss, zu machen. Du machst das gut, wie du möchtest. Das war Tritt, ne? Ja. Kick. Der hat gar kein Schild, den kannst du so machen. Ja, ja. Der war vergleichsweise leicht. Ja. Item, glaube ich, hat er gedroppt. Den kann das rechts noch einer, ne? Ja. Ah, das hasse ich. Ja, der hat eine gute Verzögerung. Ja, auch kein Item gedroppt. Jetzt, ja. Das war aber gut. Jetzt ist er offen. Ja, jetzt hast du ihn. Einmal noch. Ah, keine Ausdauer mehr, schade. Da reißt er sich hier raus. Und oh Mann. Jetzt. Ah, nice, gutes Timing. Ich wollte eigentlich treten, aber. Ja, gutes Timing. Gut, lass ihn. Ja, sehr schön. Das ist genau, dass wir vier Schläge machen können, ist genau perfekt gegen die Typen. Komm, das ist ihre größte Schwäche. Ja. Die Zahl 4. Damit kommen sie nicht klar. Das ist im ganzen Königreich verboten worden, eigentlich, die Zahl. Vielleicht gibt es irgendeine verbotene Zahl, die ist aus allen Archiven gelöscht worden. Und irgendwann... Oh, das kann auch sein, ja. Gibt es irgendwie so einen Archäologen, der findet dann so eine Kammer. Und dann Moin. Die was? Die Moin. Die Moin. 8, 9, Moin, 10 war es ursprünglich. Ja.
Und dann hat er gesagt, das klingt so ähnlich zu Neuen, das kann man nicht machen. Vielleicht gab es einen, so einen Kaiser, der so ein bisschen Logopädie-Stunden geschwänzt hat. Und der konnte es nicht aussprechen. Und der hat dann gesagt, nein. Ja. Wir gehören dazu. Oh, wir sind auch für das Schneefest hier. Keine Sorge. Wir kommen von Nordfressen. Schneeschner Schneefest. Ja. Wir kennen sogar alle Reime. Gut Schnee. Die haben so richtig schöne Haare aus Rauch. Also hier muss ja irgendein Fest sein. Oder? Also meinst du, dass sie hier eine dauerhafte Prozession? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben irgendein Fest steht an. Deswegen sind die auch so pisst. Deswegen haben die auch alle Uniformen an. Das ist wie so ein Karneval zu sein. Schattenlos. Ja, von seinem Stab. Aber er kann nichts. Wenn du einmal an ihm ran bist, muss einmal nur seine Attacke abrollen. Jetzt. Genau. Und dann kann er gar nichts. Er hat einfach nur eine schöne Uniform an, aber eigentlich ist es ein Loser. Der wird auch schön gestaggert. Ja, guck dir das mal an. Das sind keine wirklichen Krieger. Das sind eher so wie so Leute, die man für Hochzeiten bucht, die dann so ein bisschen mit Feuer spielen. Oh, das ist gefährlich, wenn du da aber gegen beide, ne, in diesem engen Gang. Da kommst du, hast keine Manövriermasse. Wenn beide kommen, hast du ein Problem. Na gut, ich glaube, nee, die sind wieder abgedackelt, sehr gut. Ich kümmere mich hier gerade um den Typen. Alles okay bei dir? Oh, ich habe zu viel was. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ah, komm. Das wird schon wieder. Morgen ist wieder alles besser. Okay, könntest du mir vielleicht eine Hose anziehen? Ich habe das Gefühl, dass ich hier... Ich habe 19 dabei, also okay. Eine kann ich... Wo sind die beiden Galoppbrüder jetzt gerade? Die sind jetzt den Gang, oder? Das habe ich eben auch gemacht, bin ich an denen vorbeigeschlüpft. Wo sind denn die Seelen eigentlich? Ja, du bist auf dem richtigen Weg da. Ja, ja, du kriegst sie. Oh yeah. Oh, ganz starke Leistung. Danke, Nils. Ich würde sagen, an der Stelle suchen wir uns ein ruhiges Eckchen. Ja. Ruhen uns hier kurz aus, aber ich würde sagen, uns erwarten hier noch viele, viele Abenteuer in dieser neuen Zauberwunder-Schneewelt. Definitiv. Ich sage, großer Eisbär, irgendein Eis-Schneeballkampf. Eisdrache. Mit Schneeballkampf, ein mit rollender Schneeball. Der auf einem Eisdrachen reitet, ja. Und der Eisdrache rollt riesige Schneebälle auf uns hinab. Darauf freue ich mich und darauf solltet ihr euch auch freuen, denn das sehen wir nicht unlängst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kill. Ciao. Tschüss.